Hallihallo, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich bin Sandwinkel, herzlich willkommen. In der vorgehenden Folge, was habe ich da gemacht? Ich bin auf diese Platte getreten und habe dieses Tor nicht gefunden. Ich hätte nochmal gucken können, habe ich nicht gemacht. Jetzt gucke ich aber nochmal genau, wo das Tor ist, damit ich da schnell flugs hinrennen kann. Ja, da hinten war es. Ich hoffe, dass es wirklich die richtige Tür ist. Und es muss wirklich schnell gehen. Wenn es nämlich nicht. Ich könnte auch da runterspringen, aber ich weiß nicht, ob das passt da. Ich probiere es mal so. Na, renn doch mal. Ja, komm. Stell dich nicht so an. Und jetzt rennt er wieder nicht, sondern er springt einfach nur. Aber geschafft trotzdem. Jupp. Oh, komm auf. Geht's ja. Und nehmen. Nado. Hammer. Ja, Hammer. Oh, Hammer. Hammer und Hammer. Aufmachen. Hammer und Hammer. Nado. Ich bin ja kein so ein Hammer-Spieler, aber kann ich wahrscheinlich eh nicht benutzen, ne? Sind wahrscheinlich ganz oben, oder? Da ist der Dorn. Hoffnung. Prunkvolle Axt, 65 Schaden. 67 macht die Fügung. Ja, die Fügung ist gut. Schass, Kleve. 67 Schaden. Achso, hier. Blutgier, Kutsche. 70 Schaden. Tyrannei. Ja, das ist mir zu groß, zu schwer. Lauernder Stoß genauso. Ist ein Großschwert. Eine große Axt, große Axt. Großschwert, große Axt. Hammer, Schandmal, 114. Ja, wo ist das andere? Ist der Nado? Habe ich ihn schon verpasst wieder? Mensch. Wahrscheinlich irgendwie ganz unten wieder. Das kann auch sein. Dann darf ich ihn erst recht nicht benutzen, weil ich diese Attribute nicht erfülle. Hier ist er, der Hammer. 10. Wahrscheinlich so ein Glaubensding. Kann ich nicht benutzen. Die Sachen, die ihr benutzen könnt, sind meistens ganz oben. Und je so weiter es nach unten geht, umso weniger kann man die benutzen. Aber ich kann ja zum Beispiel bis hier, das geht alles noch. Und da wird es langsam weniger hier. Ganz unten stehen halt die Sachen, die ich überhaupt nicht benutzen kann. So ist das. Habe ich rausgefunden. Ich gucke mir den Hammer nochmal an. Aber bringt mir gar nichts. Ja, nicht mal ein Sockel. Ein Schlag auf den Boden vergiftet meine Feinde. Feinde, ja. Zeig mal her. Auch nicht schlecht. Was habe ich jetzt gemacht? Ich sortiere da gerade irgendwas. Ja, ich hätte gerne wieder diese andere Ansicht, diese große Ansicht. Na, will ich nicht. Lass mal. So will ich meinen Stab nicht, Mensch. Hier ist ein Menschstab, Verblendung. Was ist er? Aber wir kriegen die Ansicht wieder weg, Mensch. L2 umschalten. Ach so, jetzt. Eieieiei. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sortieren nach Kraft, ja. Nach Kraft ist gut.
Der macht auch 104. Kann ich benutzen oder kann ich nicht benutzen? 70 Schaden. Blutgier. Oh ja, super. Das klappt ja prima. Ich glaube, das muss ich ein bisschen verkürzen dann. So, jetzt gehe ich aber mal da hoch. Noch eins weiter hoch. Ja, das ist wieder so ein Giftvieh. Da muss ich direkt nochmal speichern. Oh, eine Kiste ist da auch. Ja, das speichere ich auf jeden Fall nochmal. Wenn ich denn weiß, wo ich speichern konnte. Kurzzeitgedächtnis. Oder ich gebe die Seelen aus. Wie habe ich denn? 128.000. Da lauert das Vieh schon. Ich glaube, nach 100 Fall bin ich tot. Ein Hebel. Und eine Kiste. Wirkung. Ey, hör doch mal auf, lass das mal, Mensch. Bin ich wieder vergiftet. So Kacke. Wieso stellst du dich auf zwei Beine? Schon wieder vergiftet. Hat er mich wieder erwischt. Roll doch mal, Mensch. Jetzt häng ich da am Dings fest. Ich bin vergiftet. Schon wieder vergiftet. So, jetzt bin ich wieder dran. Sofort, ich helfe fest. Hilfe. Immer noch gelangt, oder? Mensch. Ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest. Alter, ist das ein schwerer Tobak, hey. Muss ich schon sagen. Das Vieh ist echt brutal. Zwei. Vier, nochmal, komm.
Hat er sich jetzt gerade selbst zerrissen? Habe ich das richtig gesehen? Bin immer noch vergiftet. Okay, du komm mal her jetzt. Hau! Ja, was soll da? Oh. Das Tor ist aufgegangen. Alter Schwede. Das war ein ganz schön schweres Stück Arbeit. Aber jetzt habt ihr gesehen, dass ich das Vieh auch ohne Trick besiegen kann. Aber es ist schon ein hartes Stück. Also ich finde den... Hat doch eine richtige Herausforderung, ist das Vieh. Wirklich. Extrem stark. 3000 Punkte ungefähr. So, jetzt gehe ich wieder da runter. Zum Speichern. Und da wird sich Jedka freuen, weil die Tür auf ist, hoffentlich. Aber nur 5 Tränke. Man, ja, übrigens, falls euch das interessiert, man bekommt immer nur 3 Tränke. Ihr seht ja die Steine, die da runterfallen. Wenn man zum Beispiel Schaden hat, dann fällt ein Stein runter, bis er sich wieder voll macht, seine Lebensleiste. Und wenn man noch Tränke verbraucht hat, dann fallen die anderen Steine runter. Maximal 3 Stück dann. Wieder was dazugelernt. Ich wollte eigentlich so ein Tipps und Tricks Video machen, so mit ein paar Tipps, wo ich es auch rausgefunden habe, aber okay, geht auch so. So, jetzt. Ich bin so nah dran. Ich muss das übersetzen. Inzwischen könntest du vielleicht das Rätsel des großen Tores dort lüften. Vielleicht findet sich die Antwort irgendwo in diesem Turm. Aber komm, dann verlassen. Ich will nicht verlassen. Ich will es nur aufmachen, das Tor. Das war das große Tor, oder? Ja. Ich denke doch, ja. Ja, das war mir klar. Von der anderen Seite blockiert. Da muss ich wirklich da rein. Aber ich habe so wenig Tränke. Was ist mit meiner Magie? Warum fühlt die sich nicht auf? Doch, ganz, ganz langsam. Ja. Ich glaube, ich sollte wirklich meine Punkte vergeben. Bisschen leveln. Da ist zwar mein schicker Multiplikator weg, aber das ist mir eigentlich egal, muss ich ehrlich gestehen. Weil wenn ich sterbe, ist er auch weg. Schlang gerade für 2 Punkte. Ja. Superb, ne? Habe ich noch 18.000 übrig. Ich weiß nicht, ob ich da... Nee, ich brauche keine Zauberpunkte vergeben, denn... Na, mache ich die da rein. Geschicklichkeit oder Stärke oder Vita oder Ausdauer. Ich mache nochmal Ausdauer. 30. Und jetzt werde ich dann auch diese... Ich hätte die für eine Geschicklichkeit. Ich habe da ein paar... Wir brauchen 26 Geschicklichkeit, ne? Ja. Naja, gut, okay. Ich werde wohl meine... Jetzt kann ich meine Splitter verwenden, zum Beispiel, die ich da habe. An der Zahl. Sind es 4. Die kann ich jetzt vergeben. Die haue ich jetzt in Geschicklichkeit rein. Alle 4. Alle 4. So. Es fehlen mir aber immer noch 2 Punkte. Nun gut. Jetzt nehme ich meinen Stab wieder.
Nicht Verblendung. Den Stigma, wo ist denn der? Ganz oben. Und jetzt gehe ich durch das Tor. Tschüss, Jetka. Ja, was ist wieder erwartet? Hoffentlich komme ich da nicht in diese komische Arena. Aber da muss ich früher oder später wahrscheinlich trotzdem rein. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Zu dem großen Ritter mit seinen zwei, ja, Riesenteilen da. Die Waffe kenne ich auch noch nicht. Bin mal gespannt, wo ich da rauskomme. Okay. Eieiei. Das dachte ich mir. Was? Oh, ein Tyrann ist da auch noch. Ist ganz schön was los hier, meine Freunde. Wo ist dein blödes Herz? Oh, sind wir runtergefallen? Oh nein! So, jetzt zeigen wir dir. Hey. Hier hinten. Spiel spackt schon wieder rum. Oh, hoppla. Ein Portal, das heißt, hier ist ein Boss. Was ist denn das hier? Ja. Jetzt habe ich meine 8 Getränke wieder. Ist nicht so viel, ich weiß. Was sind das für blaue Steine hier überall? Und überhaupt gibt es hier denn keine Kisten? Doch, hier gibt es was. Nehmen. Magiesplitter. Ich muss da hoch. Mhm. Ja, ist gut. Du passt da tatsächlich dahin? Boah. Oh, der heilt sich ja wieder. Boah, leck mich am Arsch. Oh oh, wo bin ich denn hier? Wo ist denn das Vieh? Hä? Nett. Na, häng mal. Häng mal fest. Ich glaube ja. Kann ich jetzt vergiften? Ja, kann ich.
kann es aber auch nicht anvisieren mehr. So sieht es also aus von nahen. Sie hatten ja das Vieh immer getreten jetzt wieder. Besiege den letzten Roga-Herrscher, den Vernichter. Hoppala, drangestoßen. Ja, schon wieder 21 Minuten um. Ja, das heißt, ich mache hier ein Folgenpäuschen. Das passt ganz gut. Ich bin hier am Speicherpunkt gewesen, habe abgespeichert. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge Lords of the Fallen. Hier war euer Sandwinkel. Tschüss, bye bye, gehabt euch wohl.